Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARK zusammen mit Miri und Blauli. Hallo, ich bin Blauli. Hallo, ja! Lass mich in Ruhe, fiese Geschichte. Hallo, ich bin gerade hier rausgefies. Hallo, ich habe ganz viel Metall dabei und Stein. Und habt ihr schon tausendmal gesagt, du sollst den Dino nicht im Haus parken? Das ist ja weg. Ich hab nicht im Haus geparkt, du Lappen. Katze, wir haben wieder genau das. Argumentation gegen sich. Gegen mich. Habe ich ihn jetzt? Jetzt habe ich ihn. Nee, ich habe ihn nicht. Wo ist denn da die Logik? Habe ich wieder ein Schaf? Alter, diese Schafe! Die sind süß. Unser Haus ist voll mit Schafen. Keiner braucht Schafe. Warum ist Mähdrescher da oben in der Decke? Weil ich den da abgeworfen habe. Weil ich den da abgeworfen habe, Blauli. Und ich würde es wieder tun, nur damit wir uns verstehen. Mähdrescher hätte das verdient. Nein, ich denke nicht. Ich denke schon. So. Wir haben hier unseren Justin Bieber dabei. Und wir werden jetzt ein wenig Stein und Flint und so weiter farmen und Metall. Und wir werden das in Justin Bieber reintun. Und dadurch wird das Ganze, hier bei mir im Inventar ist es 500 schwer, bei ihm ist es 250 schwer, wird das Ganze halt zum Beispiel die Steine halbiert. Der andere nicht Kram so leider nicht, aber das ist ja egal. Steine ist ja sowieso gerade das Hauptding, was ich brauche, weil wir das momentan echt wenig haben. Deswegen kriegen wir mehr Steinis mit. Und das, was wir noch mitbekommen, ist halt auch nicht schlecht. Ne? So ist es nicht. So, du darfst mir mal folgen, bitte. Katze. Yes. Wo würden wir denn, wenn wir ein schönes Haus bauen, das Haus bauen? Hier direkt, wo der Gigaspawn ist oder woanders? Wie, was heißt, wenn wir ein schönes Haus bauen? Ja, angenommen, wir wollen ein schönes Haus bauen. Ja. Würden wir das direkt hier vorne machen? Weil da, wie, je nachdem, wie du das Haus halt aussehen lassen möchtest. Wenn das ein Haus ist, das... Ja, wenn das ein Haus ist, das zum Beispiel an der Klippe stehen soll, damit es gut aussieht, dann muss es wohl an eine Klippe gestellt werden. Mir doch egal, wo es steht. Soll schön aussehen. Ja, aber warum fragst du mich dann wo, wenn dir egal ist, wo es steht? Weil ich nicht möchte, dass ein Giga in der Nacht vorbeikommt und das ganze Haus zerstört. Morgen. Dann bau halt aus Metall, dann kann das nicht kaputt machen. Was soll ich bauen? Baust halt aus Metall, dann kann das nicht kaputt machen. Das ist eine gute Geschichte. Aber ich glaube, Metallwände sind sehr teuer, oder? Sie kosten Metall. Dass ist das du, teuer? Dass du nicht wirklich eine Hilfe bist, das weißt du, ne? Mit jedem deiner Aussagen bist du weniger eine Hilfe als vorher. Danke. Das ist einfach nicht nett. Ich finde das eigentlich schon ganz nett so. Wir sind ein bisschen langsam, Leute. Ja, wenn du mit diesem Riesenvieh unterwegs bist, aber dabei ist es schon schneller als jetzt unser Problem. Nee, ich bin überladen, das ist nicht das Problem, dass das Riesenvieh ist. Hä, aber du warst da noch gar nicht farmen. Du bist jetzt schon überladen? Ich war da noch gar nicht farmen? Klar bin ich überladen. Du bist schon fertig? Ja, klar. Okay. What the hell? Ah, das Obsidian brauchen wir nicht. Wie viel haben wir dann noch? Was haben wir noch, was wir nicht brauchen? Das Metall theoretisch können wir auch weglassen. Wie, das Metall kann man weg? Ich habe gerade gesagt, ich brauche Metall für ein Metallhaus. Oh, das Metall lasse ich weg. Das Problem ist aber nicht das Metall, du Lappen. Das Problem ist nicht das Metall. Wie gesagt, das Problem ist, wenn dann das Zement. Brauche ich Zement für die Wände? Oh nein. Ja. Wir könnten alles aus Stroh bauen. Dann kann es jeder Dino zerstören, sogar Raptoren. Ja, dann erst puste ich, dann puste ich und dann... Ja, dann kommen die Direwolves und machen das Zeug kaputt. Das ist auch nicht schlecht. Genau. Machen wir die aus Tech? Für Tech-Material brauchen wir aber noch viel, viel mehr Zeug. Hast du gerade eben, damit die Mantis hier reinpasst, ein Stück von unserer Wand rausgerissen? Wer? Du. Ich weiß nicht, wovon er redet. Ja, wir brauchen irgendwie eine bessere Zementproduktion. Wir haben irgendwie zu wenig. Wir müssen halt nur Keratin farmen, theoretisch. Schnapp dir einen Drachen und farm einfach so viel Keratin, dass du es nicht mehr tragen kannst. Bring's her und dann immer weiter und immer wieder.
Warum mit dem Drachen? Hat er da, weil der fliegen drauf? Kann und stark ist. Kannst du auch mit dem Pteranodon machen. Der kann aber nichts halten und ist nicht stark. Aber ich habe nein. Ja, Agi. Wenn du das damit machen willst, dann mach das halt damit. Okay. Warum halt mit Drachen? Sonst. Das heißt einfach die ganzen Spinnen und Käfer und so töten, ne? Korrekt. Nein, komm mal her, komm. Wir gehen auf Jagd. Könnten wir nicht einfach selber einen Biberdamm hier bauen und dann sammeln die da Zement? Kannst du nicht Artifische bauen. Ja, das ist ein blödes Spiel. So, theoretisch müsste ich das zusammentragen können, ja. Und dann können wir hier nochmal ein bisschen Zündpulver bauen. Nochmal ein bisschen. Agi, mach mal jetzt hier nicht so ein Radau. Wir müssen Viecher sammeln. So. Jetzt müsste der das gerade bauen. Und jetzt müssten wir, wenn wir Holzkohle reinlegen, auch noch jede Menge Schießpulver bekommen. Yep, lass uns mal noch Holzkohle reinlegen. Die haben wir extra fertig gemacht vor einiger Zeit. So, 10.000 Holzkohle rein. Und wir da steigt unser Schießpulver auch. Die Spinnen züchten und die gezüchteten Kinder töten für Kretin. Mhm. Aber man kann Spinnen nicht züchten. Nee, Miri, das ist, es wurde vorhin zwar erst gefragt, aber das ist Dementi-Boy egal. Das ist ihm komplett Wurst, dass wir das vor 10 Minuten erst besprochen haben, dass man die nicht vermehren kann. Wie die Dementi-Boy ist ein Scheiße. Dann stell keine dummen Fragen. Dumm ist der, der Dummes tut. Forrest dumm. Nein. Bin ich dumm. Ich will nur ganz kurz dazu gesagt haben, Leute. Das ist unter uns ein schöner Spaß, ne? Seid in den Kommentaren lieb zu Baloui, sonst mache ich euch kaputt. Um das mal deutlich gesagt zu haben, weil ich sehe jetzt schon die Kommentare. Seid lieb zu dem Herrn, der ist nett. Soll ich dir mal was sagen? Was denn? Die Schlangen, ne? Ja. Die geben gerade kein Kreatin. Keratin ist von Viechern zu bekommen, die ein Exoskelett haben oder einen Stoßzahn haben. Ein Exoskelett von einer Schlange. Also ich meine, man kennt sie natürlich. Die großen Elfenbein-Gucci-Boa-Dinger. Panzerschlangen. Ja, Panzerschlangen. Man kennt es. Man ist völlig logisch. Ihr seid so fies schon wieder zu mir. Findest du? Also nehme ich mir einen Skorpion dafür? Ein Skorpion kannst du zum Beispiel für Keratin nehmen, ja. Ich fand meine Idee mit der Schlange gut. Ja, irgendjemand muss sie auch gut finden. Au, das Ding vergiftet mich aber. Okay, das gab Chitin. Ja, Chitin ist Keratin. Chitin und Keratin ist theoretisch Synonym füreinander. Ja, ja, schon klar. So. Muss nur aufpassen, dass der Tupor-Dingsbums-Effekt nicht zu krass wird. Ja, das solltest du schauen. Vor allem steigt der im Laufe der Zeit. Also das ist kein Absolut, wenn der dich einmal haut, hast du nur 10 zusätzlich. Die Vergiftung hält für so und so viele Sekunden an und dabei steigt der stetig. Und bei wie viel kippt mein Dino um? Nicht erst bei voller Leiste, oder? Ich glaube, bei 3/4 oder so fängt es schon an. Okay. So. Wir gehen jetzt aber was holen. Denkst du eigentlich, wer du bist hier? Derjenige, der die Folge hat. Ich kämpfe gegen einen Mantis, der hat mich angehüpft. Ja klar, schimpft der dich an. Wir holen uns jetzt was, Leute. Und zwar... ein Wuffi. Oh wow, der gab 6.000 Chitin. Gute Geschichte. Ja. Und komisches anderes Zeug. Organisches Polymer. Bäh. Organisches Polymer ist auch super. So, da ist der Teich. Ist da eine Pinguine? Ich weiß gar nicht, ob hier Pinguine sind an dem Teich. Ah nee, da ist nur Yeti.
okay, wenn ich so viel Chitin gebe, dann suche ich mir da noch einen von. Mantis, Meat Meat. What the? Was hast du jetzt wieder für ein Problem? Ich glaube, ich habe den Eisdrachen-Spawn gefunden und ich weiß nicht, ob mir das gut gefällt. Eisdrachen! Mir gefällt ja, das aber. Ich will einen Eisdrachen. Ich will auch einen Eisdrachen. What the fuck? Bring mir einen Eisdrachen mit, Katze. Ja, das sind Eisdrachen. Ja, definitive andenken. Eisdrachen. Das sind definitiv Eisdrachen. Aber nein, Leute. Oh, ihr seid tot, wenn wir das hier machen. Warum? Wieso? Weil die Failspawns sind. Oh. Die sind so failspawned, dass hier tausende Drachen auf einer Stelle hocken. Süß. Du musst ja nur ein Ei mitbringen. Das ist soweit korrekt. Ich muss nur ein Ei mitbringen, das ist richtig, ja. Ja. Das ist richtig. So, wir suchen jetzt einen Hundi und dann gehen wir wieder. Ich weiß gar nicht, wo die Eier von den Eisdrachen wären. Aber du kennst dich doch aus. Ja, die müssten hier irgendwo in der Nähe der Eisdrachen sein, logischerweise. Aber hier sind so viele, die kriegst du nicht tot. Das ist kein guter Moment, dass es anfängt bei mir zu laggen, dadurch, dass so viele Drachen hier sind. Also ist wirklich. Machen Eisdrachen, schießen wahrscheinlich mit Eis. Wir haben einen Kältestrahl, ja. Denke ich mal. Cool. Klimaanlage. Ja, eine mobile Klimaanlage ist eine gute Geschichte. Mobile Klimaanlage gibt's. Das sind ja, bestimmte Reptilien. Nee, das sind bestimmte Reptilien, die aussehen wie Mini-Stegos. So ein bisschen. Du meinst wie Eisdrachen? Du, meines Wissens ist Mini-Stego und Eisdrachen ein Unterschied. Vom Klang des Wortes her auch. Das sind zu viele. Wir fliegen dann mal. Ich bin gerade überrascht über die Drachenmenge, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt kann ich natürlich die Hundis da nicht holen. Ja, Blaudi, das sind so viele, dass mein Spiel anfängt zu laggen. Können sich da halt gut vermehren. Vielleicht ein gutes Bioklima da. Das wird das Problem sein, genau. Sind wir hilfreich? Ja, klar. Vielleicht ist es ein Familientreffen. Könnte auch sein. Ja, die beschwören da bestimmt den ultimativen Eisdrachen oder so. Eist bei dir. Eist bei dir. Günther, den Obereisdrachen. Der Günther, das ist ein guter. Der Günther, der ist super. Okay, also wir werden nicht die Hundis holen. Ist in Ordnung. Günther, der Eisking. Stattdessen werden wir uns mal auf was anderes beschränken. Und zwar werden wir ganz kurz mal ein paar Schafe schreddern. In der Wildbahn, damit wir Wolle bekommen. Nee, damit wir Wolle bekommen. Damit wir eine Pelzrüstung machen können. Könnt ihr theoretisch auch wilde Schafe scheren einfach. Ich weiß gar nicht, soll ich Schere machen? Naja, in Minecraft ist es effektiver, sie zu scheren, als sie zu töten. Ist es hier genauso? Jein. Ich weiß gar nicht, ob man hier eine Schere theoretisch dahingehend benutzen muss, um Wolle zu bekommen. Also es kann sein, dass man die benutzen sollte. Die geben halt, na, es gibt halt super wenig Wolle, ne? Ah ne, das bin ich. Will mich nicht scheren. So, wie mache ich denn jetzt Zement nochmal aus? Du legst sie in unsere Alchemiebank rein, die neue. Da sind schon Steine drin, dann macht er das. Okay. Musst du auch nichts craften oder so, dann macht das so. Warte, die neue, das ist die kleine, ne? Ja. Okay, Agi, wie viel haben wir denn? Ich habe 25.000, ist das genug? Es reicht für ein paar Minuten. Aber es ist nicht so viel, wie du denkst. Das gefällt mir nicht. Achso, der hat nur Schießpulver. Weil der macht jetzt ganz automatisch Zement, ne? Ich muss das nicht anstupsen. Alter, der verbraucht das ja wirklich in Massen. Scheiße.
Miri. Was? Ich hab Blauli geschoren. Hä? Was? Das war dringend. Ich hab dich geschoren. Nimm mal deine Mütze ab und schau dich mal an. Hä? Warum? Dein Bart ist weg. Warum geht das überhaupt? Weil man so menschliches Haar sammelt. Was willst du machen? Eine Voodoo-Puppe mit mir oder was? Ich glaube auch. Nee, das braucht man für andere Dinge. Aber Leute, das werden wir irgendwann in anderen Folgen. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, schaut bei den anderen vorbei und bis dahin erstmal ciao. Und bleibt schön feurig. Feurig.